lange im Bett liegen und gemütlich Kaffee trinken. Das klingt doch nach dem perfekten Sonntagmorgen, oder? So beschreibt zumindest Margot Gurion ihren Sunday Morning. Der Song erscheint 1968 auf Taking a Picture. Das ist tatsächlich das erste und das einzige Album von Margot Gurion. Warum die Musikerin lange in Vergessenheit geriet und was japanische Musikfans mit ihrer Wiederentdeckung zu tun haben, das erfahrt ihr heute im Popfilter. Es ist Sonntag, der 6. August. Mein Name ist Jessie Hughes. Hi! Margot Gurion wird 1937 in New York geboren. Ihre Eltern sind beide Pianistinnen und prägen ihre Tochter. Nach ihrem Jazzstudium komponiert sie Songs für andere Musikerinnen, vor allem aus der Jazzszene. Sie selbst soll aber nicht singen. Das findet ihr Label Atlantic Records. Ihre Stimme reiche dafür einfach nicht aus. Also arbeitet Margot Gurion als Songwriterin. Damals kann sie mit Popmusik nur nicht besonders viel anfangen. Aber dann hört sie diese Musik hier und die öffnet ihr die Augen. God Only Knows von den Beach Boys. Das Album Pet Sounds findet Margot Gurion richtig gut. Und sie versucht sich selbst an Popmusik. Sie schreibt den Song Sunday Morning und zwar zuerst für die Popband Spanky and Our Gang. Die landen damit tatsächlich einen Hit und sie spielen den Song live 1968 in der Ed Sullivan Show. Sunday morning, diese Version von Sunday Morning, interpretiert von Spanky and Our Gang, die landet auf Platz 30 der Billboard-Charts. Der Song wird auch noch von vielen anderen MusikerInnen gecovert. So oft, dass er 1968 sogar einer der meistperformten Songs des Jahres wird. Auch in anderen Sprachen. Hier zum Beispiel die Version der französischen Musikerin Marie Laforêt. Si je t'aime, so heißt diese Version hier von Sunday Morning. Margot Gurion, die arbeitet währenddessen an einem eigenen Album. Das erscheint noch im selben Jahr wie die Spanky and Our Gang Version und den widmet sie darauf dann sogar einen Song. Like Spanky and Our Gang. She's like the young Spanky and Our Gang, eine Hommage an die Band, die Sunday Morning als erste bekannt machen. Der Song erscheint auf dem Album Taking a Picture. Das ist die erste eigene Platte von Margot Gurion. Und die ist auch einigermaßen erfolgreich, obwohl man ihr ja vom Singen abgeraten hatte. Aber als sich Margot Gurion dann weigert, auf Tour zu gehen, da promotet ihr Label das Album gar nicht mehr weiter. Sie will sich nämlich nichts vorschreiben lassen und hat auch keinen Bock auf Agentinnen, Manager, Anwälte und Booker. Ihr Album gerät deswegen lange in Vergessenheit. Aber dann bekommt sie Ende der 90er auf einmal Geld aus Japan. Irgendjemand in Japan hat ihr Album entdeckt und vervielfältigt es. Natürlich ohne zu fragen. Trotzdem muss das Presswerk Tantieme bezahlen und die kommen dann plötzlich bei Margot Gurion an. Der kleine Hype in Japan, der sorgt dafür, dass sie im Rest der Welt wiederentdeckt wird. Taking a Picture wird zur Liebhaberplatte. Es wird nochmal neu aufgelegt. Und es kommen ein paar Alben mit Demo-Versionen ihrer Songs raus. Die aber gar nicht so demomäßig klingen, finde ich. Darunter ist zum Beispiel dieser Song hier. He never called to say hello. He never called to
Also irgendwie scheint Margot Gurion ganz gerne Songs über den Morgen zu schreiben. Something's Wrong with the Morning heißt dieser Song und der erscheint 2014 auf 27 Demos. Für Margot Gurion bleibt das Album 1968 aber ihr einziges. Und daraus hört ihr jetzt Musik 55 Jahre nach Release. Unser Song des Tages heute, Sunday Morning. Sunday. Sunday morning, it's so quiet in the street. We can hear the sound of feet walking by. I'll put coffee on to brew. We can have a cup or two and do what other people do on Sunday morning. Sunday morning, Sunday morning, Sunday, Sunday. I love Sunday, Sunday morning. Sunday Morning von Margot Gurion. Der Song und das Album dazu, Taking a Picture, geraten 30 Jahre lang in Vergessenheit. Aber dann wird die Platte in Japan gebootlegt und darüber hinaus wieder bekannt. Margot Gurion, die ist vor 2 Jahren gestorben, und zwar ohne nochmal ein Album zu veröffentlichen. Davor hat sie als Songwriterin und als Klavierlehrerin gearbeitet. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr seid damit gut in euren Sonntag gestartet. An dieser Folge haben mitgewirkt Marianta, Tim Schmutzler und ich, Jessie Hughes. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao.